Ja, lieber Hoffi, vielen lieben Dank für die nette Einführung. Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, in Halle zu sein. Es ist mein erstes Mal in Halle und dieses Thema passt einerseits gut, weil das Nobelpreiswoche ist, andererseits passt es hier sehr schlecht. Kennen Sie die Zahl 189? Können Sie was mit dieser Zahl beginnen, mit der Zahl anfangen? 189. Offenbar war das kein unmögliches Rätsel. 189 Nobelpreisträger sind auch oder waren auch Mitglieder der Leopoldina. Das ist an sich beeindruckend, aber das ist immer Vorsicht mit Statistik, denn es gibt wissenschaftliche Akademien oder Unis, die Ehrendoktorwürden sehr gerne an Nobelpreisträger vergeben, nachdem sie eben den Nobelpreis bekommen haben. Aber in der Leopoldina ist das was Besonderes. Denn die meisten von diesen 189 wurden Mitglieder der Leopoldina vor dem Nobelpreis. Ich habe eben hier mit Frau Stefensky gesprochen, ob die Laureaten in dieser Woche, also heute, gestern waren die Medizinlaureaten, heute die Physiklaureaten, aber bisher bleibt es bei 189. Schauen wir mal, wie das morgen aussieht, als der Chemiepreis vergeben wird. Wie man keinen Nobelpreis gewinnt, darum soll es heute Abend gehen. Und ich freue mich hier auf die Diskussion. Normalerweise stellt man diese Frage andersrum. So auch diese Woche in Nature. Da gab es einen Artikel, relativ beeindruckend. Es gibt es auch online umsonst zu lesen. How to win a Nobel Prize, oder? Genauer haben die Autoren in diesem Paper versucht zu analysieren, wer ist der klassische Nobelpreisträger. Und unterm Strich kam raus, der klassische Nobelpreisträger 2024 ist 54 Jahre alt, wenn er den Preis bekommt, und er kommt aus Amerika. So sieht die Geschichte, also die Kurzgeschichte der Geschichte des Nobelpreises aus. Und wir werden versuchen, etwas mehr in die Tiefe zu gehen. Und auch schauen, dass nicht immer Amerika Nummer eins war in der Nobelpreisgeschichte. Die kann auch was aussagen über Zentren und Peripherien in der Wissenschaft. Also, wir haben den Vortrag ungefähr so aufgebaut, dass wir beginnen mit ein paar Basics über die Geschichte. Das mache ich sehr, sehr kurz und spreche eigentlich viel lieber über Preiskulturen. Was ist die Funktion eines Preises? Klingt trivial, ist aber immer noch zum Teil eine offene Forschungsfrage. Dann, bis heute schaut man sich die Minoritäten in der Nobelpreisgeschichte an, dann fällt sofort auf, dass sehr, sehr wenige Nobelpreisträgerinnen in dieser Statistik auftaucht. Weniger als 10% der Nobelpreisträger für die Wissenschaftspreise waren Frauen. In den letzten Jahren haben viel mehr Frauen diesen Preis bekommen. Da ändert sich vielleicht was. Werden wir mal abwarten und sehen. Ich möchte mit Ihnen auch ein bisschen über diesen sogenannten Gender Award Gap sprechen. Und schließlich über auch Mitglieder der Leopoldina, die wiederholt nominiert wurden, aber aus irgendwelchen Gründen leer ausgingen, die nie den Anruf aus Stockholm bekamen. Und das ist für mich die viel spannendere Frage, als nur sich anzuschauen, wer den Nobelpreis bekommen hat. Wir kennen all diese Geschichten. Röntgen, Fleming, Penicillin, Marie Curie, Pierre Curie, all diese Namen sind omnipräsent. Aber was ist eigentlich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die knapp daneben waren? Darüber möchte ich auch mit Ihnen reden und zum Schluss etwas diskutieren. Im Grunde geht es hier nicht nur um Preise, sondern wir sind ja im Zentrum für Wissenschaftsforschung und für mich ist das auch eine Frage der Anerkennung in den Wissenschaften. Schaut man sich zumindest in den Naturwissenschaften einen klassischen Lebenslauf an oder so, wie man sich oft versucht, als Wissenschaftler sich als exzellent zu inszenieren in einer CV, die sehen fast immer gleich aus. Eine CV beginnt mit einer Liste von Publikationen, dazu vielleicht noch
zeigen Menschen, dass die in der Lage waren, Gelder zu bekommen für Forschungsvorhaben. Mitgliedschaften, wie etwa in der Leopoldina, werden auch gerne hervorgehoben. Und last noch least gibt es oft eine Liste mit Preise ganz hinten. Und was mich wirklich fasziniert, ist, heutzutage versucht man ja alles zu messen. Und das ist, meinen, behaupten viele Menschen, ist das möglich in Publikationen. Man kann zum Beispiel zählen, wie oft wurde jemand zitiert. Gibt es all diese möglichen Hirsch-Index oder Citation-Factors und alles Mögliche. Das versucht man zu messen. Auch Drittmittel kann man ganz genau messen, Preise aber nicht. Nur die Quantität, man kann auch sagen, wie viel Geld man bekommen hat, aber das werde ich später noch ein bisschen erläutern, sagt nicht so viel aus über die, wie prestigeträchtig ein Preis ist. Um diese Fragen, wir versuchen diese an der Heinrich-Heine-Uni zu analysieren. Wir haben eine Reihe von Doktorandinnen und Doktoranden, die machen die schwerste Arbeit anhand von Untersuchen, Preiskulturen in der Medizin und in den Naturwissenschaften. Dann haben wir erwähnt, es ist gerade abgeschlossen vor 2 Wochen, ein BMBF-gefördertes Projekt zum Gender Award Gap, die Unsichtbarkeit von Frauen in der Preiskultur der Medizin. Darauf möchte ich auch ein bisschen eingehen. Und zum Schluss machen wir jetzt seit gut 5, 6 Jahren internationale Preissymposien. Ich habe eben mit Hoffi darüber geredet. Letzte Woche waren wir in Paris in der Deutschen Botschaft und sprachen über Preise in Frankreich und Deutschland. Und aus diesen Preissymposien, die versuchen wir zusammenzufassen in Publikationen. Bisher sind 4 Bücher erschienen oder 3 bisher. Das nächste erscheint in 2 Wochen zusammen mit Rijksmuseum Bourhave in Holland, wo es auch darum geht, wie geht man mit Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträgern in Museen um? Wie machen das die Holländer? Es ist tatsächlich auch ein Thema für die Holländer, denn da gibt es auch so furchtbar viele Nobelpreisträger, vor allem von so rund 100 Jahren. Ja, schauen wir uns die Nobelpreisgeschichte an, oder wenn man Memoiren von Nobelpreisträgern liest, gibt es immer ein Kapitel darüber, was passiert direkt nach dem Nobelpreis. Nobelpreisträger erzählen davon, dass die über Nacht zu Superstars werden. Die werden zu allen möglichen politischen, philosophischen Fragen gefragt, auch wenn sie sich ein Leben lang nur für ein Enzym interessiert haben. Ein, wie ich finde, schönes Beispiel ist Thomas Südhoff, der hat vor ein paar Jahren den Preis für Physiologie oder Medizin bekommen, den Nobelpreis. Und direkt danach waren die Firmen was auf der Spur. Die haben nämlich gesehen, in den ersten Fotos nach der Bekanntgabe von diesem Nobelpreisträger, haben die gesehen, ach, er trägt Birkenstock. Und schnell wird da was dran gemacht und er wird zum Birkenstock Model. Das ist nicht nur bei Thomas Südhoff der Fall, sondern bei ganz vielen anderen auch. Eric Kandel schildert das wunderbar in seinem jüngsten Buch How to Win a Nobel Prize. Aber wie kommt es denn dazu, dass dieser Nobelpreis als das Nonplusultra heutzutage gilt und solche Effekte dann hat? Für mich ist das noch eine offene Forschungsfrage. Ich hoffe, ihr habt gesagt, ich komme aus Schweden und auch in Schweden ist man etwas verwundert darüber, denn es gibt ältere Preise. Der erste Nobelpreis wurde 1901 vergeben. Es gibt deutlich ältere Preise. Heutzutage bekommt man rund 1 Million Euro als Preissumme. Es ist nicht wenig, aber es gibt Preise, wo man das Dreifache bekommt. Diese neuesten Breakthrough-Preise von den IT-Milliardären gespendet, das ist viel mehr. Aber schaut man sich die mediale Aufmerksamkeit an, gibt es da nichts, was in die Nähe kommt von dieser Reputation.
Grundstein des Preises ist das Testament von Alfred Nobel. Und das ist furchtbar kurz. Das ist geschrieben, das ist so Taschentuchgröße, mit ein paar zentralen Formulierungen. Und die wichtigste ist, wer soll dann diesen Preis bekommen? Und da schreibt Alfred Nobel, die Person ist nur dann preiswürdig, wenn sie im vergangenen Jahr till mänskligheten största nytta auf Schwedisch oder to the greatest benefit of humankind soll man erbracht haben und, das fügt er hinzu, ihre Nationalität soll dabei keine Rolle spielen. Meine Interpretation, aber das ist auch nur meine, ist, dass er Angst hatte, ach, die Schweden werden sich diesen Preis gegenseitig vergeben. Aber wenn wir das so stark betonen, dann können die das nicht machen. Der Weg zum Nobelpreis, also zur Frage, wie wird man Nobelpreisträger, ist relativ einfach zu beantworten, also wie das Ganze funktioniert. Ich möchte jetzt nicht zu technisch werden, aber interessant ist, dass dieses ganze Prozedere sich kaum verändert hat seit 1901. Es funktioniert so für den Medizinpreis, dass ein Nobelpreiskomitee, was am Karolinska sitzt, das ist fünfköpfig, hat so ein bisschen im Laufe der Zeit variiert, lädt Forscherinnen und Forscher rund um die Welt ein, Vorschläge einzureichen. Ich habe schon hier von einigen mitbekommen, dass mehrere Leopoldina-Mitglieder auch im Laufe der Zeit Vorschläge einreichen durften. Diese Liste kommt dann nach Stockholm und man erstellt eine Longlist. Aus dieser Longlist wird dann innerhalb vom Nobelkomitee besprochen, wer soll weitergehen, wer ist eigentlich uninteressant, entsteht relativ kurz danach eine Shortlist. Und dann beginnt die harte Arbeit, denn diese Shortlist, die Kandidaten auf dieser Shortlist werden genau begutachtet. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern oft 5 bis 10 Mal über viele Jahre hinweg. Sie erinnern sich, Alfred Nobel hatte gesagt, für eine Leistung, die im vergangenen Jahr stattgefunden hat, war nie der Fall. Vielleicht mit einer Ausnahme, Insulin 22, 23, aber es ist wirklich die Ausnahme. Normalerweise dauert das 10, 20, 30, manchmal 40 Jahre von der ersten Nominierung bis hin zum Nobelpreis. Also man braucht da etwas Geduld. Die gute Nachricht ist, finde ich, dass dieses Material aufbewahrt worden ist, alle Nominierungen und alle Gutachten. Und man kann die nach einem Antrag am Karolinska-Institut einsehen. Und das ist auch die Hauptquelle für diesen Vortrag. Da finden wir also die Nominierungen, geschrieben auf Deutsch, Italienisch, Französisch, was im Nachhinein, glaube ich, auch ein Riesenfehler war. Denn die Leute in Stockholm, damals sprachen die Schweden Deutsch. Alles war die erste Fremdsprache in der Schule und musste das einfach lernen. Italienisch, Französisch, naja, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die wirklich diese 50-seitige Nominierungsbriefe auch wirklich lesen konnten. Aber das ist wieder meine Interpretation. Also das in vielen Sprachen, die Nominierungen und die Gutachten sind alle auf Schwedisch. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund dafür, dass vor allem schwedische Wissenschaftshistoriker sich mit dieser Quelle befasst haben. Denn dieses Altschwedisch möchte man sich nicht antun, wenn man nicht in Schweden groß geworden ist. Vielleicht noch etwas zu dieser Quelle, und jetzt komme ich auch mit ein paar Beispielen, was direkt die Leopoldina betrifft. Was kann man dann mit all diesen Nominierungen machen? Ja, ich meine, dass man kann anhand dieser Nominierungen ganz gut rekonstruieren, was zu einem gegebenen Zeitpunkt als Cutting-Edge-Forschung angesehen wurde. Und das verändert sich dann über die Zeit hinweg. Also schauen wir uns die Nominierungen in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts an. Ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber da gab es zwei Themen. Die Tuberkulose und Malaria.
Das waren die allermeisten Forscher, die vorgeschlagen wurden, war für Arbeiten zu diesen beiden Krankheiten. Und ich habe gestern habe ich im Robert-Koch-Institut, da ging es vor allem um Robert Koch als Nobelpreiskandidat und auch Nobelpreisträger 1905. Aber da kann man diese ganz frühen Nominierungen sind zum Teil auch sehr schön zu lesen. Und Robert Koch hatte gleichzeitig ein Dilemma, als er vorgeschlagen wurde, weil er wurde so ein bisschen als Tausendsasser inszeniert in Nobelpreisnominierungen. Er hat nicht nur über Tuberkulose gearbeitet, das wird hervorgehoben, sondern auch noch über Typhus und Cholera und alle möglichen Krankheiten. Und da stand das Nobelkomitee vor einem Dilemma. Denn Alfred Nobel hatte ja gesagt, nur für eine bahnbrechende Entdeckung. Und wie geht man denn damit um, wenn ein Forscher wie Koch so viel gemacht hat? Und so wird hin und her diskutiert in diesen Gutachten vom Nobelkomitee. Und das ist nur eine Anmerkung, die ich ganz spannend fand. Das habe ich in keinem anderen Gutachten gesehen. Nämlich, dass Almqvist, der Gutachter vom Robert Koch, schreibt 1903, ja, und dann haben wir auch noch all die Assistenten von Robert Koch, die für sich alleine auch nobelpreiswürdig wären. Also es ist so eine Schule, ein Dilemma für das Nobelkomitee, wie man damit umgehen sollte. Aber 1905 hat es sich dann doch für Koch entschieden. Also diese internationalen Trends kann man gut rekonstruieren. Das ist vor allem, wenn man alle Nominierungen berücksichtigt und nicht nur die Laureaten. Da greift man viel zu kurz, meines Erachtens. Aber wenn man alle Nominierungen, dann kriegt man einen ganz guten Blick für Zäsuren oder Trends in der westlichen Medizingeschichte. Was auch noch spannend ist, und das bezieht sich jetzt vor allem auf die Gutachten. Diese Gutachten umfassen zum Teil 40, 50, 60, 80 Seiten. Also es sind, haben die sich wirklich Mühe mitgemacht, die Gutachter, die meistens damals Mitglieder auch im Nobelkomitee waren. Und dann kann man sehen, wie bewerteten die diese Forschung zu dem Zeitpunkt? Und ich glaube, viele von Ihnen würden auch sagen, dass das Nobelkomitee kaum richtig große Fehler gemacht hat. Also die Nobelpreisträger, die man ausgewählt hat, das ist eben, weil die so lange dauern, bis jemand diesen Preis bekommt, ist die Scientific Community meistens, sagen die, ja okay, war nicht so verkehrt. Ein Nobel-Error wird immer wieder hervorgehoben, das kommt nicht von mir, das ist auch in der Presse fast jährlich, das war 1949, wo Gas Muniz aus Portugal den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin bekam, für die Einführung der Lobotomie in die klinische Praxis, was heutzutage als obsolet gilt, aber zu dem Zeitpunkt, auch als die Gutachten verfasst wurden, als eine Zäsur in der Medizin angesehen wurde. Und geht man dann noch einen Schritt weiter und guckt, was schreiben dann die Fachzeitschriften als Reaktion auf diesen Preis? Die waren auch relativ enthusiastisch und meinte, das ist richtig. Erst viele Jahre später wurde das so als ein Nobel-Error erkannt. Das also zu den Gutachten. Darüber hinaus gibt es Spuren in den Nominierungen, in den Gutachten von Wissenschaftspolitik. Das berühmteste Beispiel ist vielleicht die Reaktion Adolf Hitlers nach dem Friedensnobelpreis an Karl von Ossietzky 1935. Dann hat er nämlich gesagt, ab 1937 dürfen keine Deutsche mehr diesen Preis annehmen, geschweige denn nominiert werden. Stattdessen hat Hitler einen eigenen Preis gestiftet, der Deutsche Nationalpreis für Kunst und Wissenschaft. Aber tatsächlich, schaut man sich die Nominierungsstatistik an, fällt die Anzahl der Nominierungen für deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dramatisch nach diesem Hitlerverbot. Haben die also ernst genommen.
Und vielleicht das, was, ich sage manchmal ein bisschen provokant, aber ich glaube, ich meine das wirklich, dass um einen Nobelpreis zu bekommen, reicht es nicht, brillant zu sein oder toll, sondern vielleicht genauso wichtig ist es, gute Freundinnen und Freunde zu haben, die einen immer wieder vorschlagen. Sie erinnern sich, die Nominatoren müssen hartnäckig bleiben und über Jahrzehnte hin immer wieder Vorschläge nach Stockholm schicken. Und diese Netzwerke kann man anhand der Nominierungen auch ganz gut rekonstruieren. Auch dafür ein kurzes Beispiel. Ferdinand Sauerbruch, der deutsche Chirurg, der übrigens diesen ersten Hitlerpreis bekommen hat, 1937, wurde über 50 Mal für den Nobelpreis vorgeschlagen. Und das, unter den Nominatoren waren dann vor allem deutsche Wissenschaftler, viele davon auch Chirurgen. Also das sieht man, dass es oft eine Nobelpreiskampagnen gab oder bis heute, vermute ich, noch gibt, die auch eine wichtige Rolle spielen. Ich habe gesagt, 52 Mal nominiert Ferdinand Sauerbruch. Ähnlich gilt für Emil Abderhalden. Wir sind hier, wenn ich das richtig gesehen habe, in der Abderhalden Straße. Und Emil Abderhalden ist für mich für die Nobelpreisgeschichte ein ganz besonderer, spannender Fall. Denn so knapp, wie er am Preis vorbei kam, zweimal 1914 und 1915, habe ich kaum andere, also das, so eindeutig war das bei kaum einem anderen Kandidaten, was ich zumindest gesehen habe. Da war das nämlich so, das Nobelkomitee war überzeugt, Emil Abderhalden soll den Preis bekommen. Die fünfköpfige Jury sagt, Preis für Abderhalden. Aber die Jury müsste dann weitergehen. Damals hieß es Lehrerkollegium, heute heißt es Nobelversammlung. Das sind 50 Leute am Karolinska-Institut. Und die müssen dann abstimmen. Und zweimal hat die Nobelversammlung gesagt, nee, das lassen wir so nicht durchgehen, wir wählen einen anderen. Das ist heutzutage fast undenkbar, auch aufgrund der medialen Aufmerksamkeit. Die müssen am 3. Oktober oder Anfang Oktober, wo man diese Entscheidung dann trifft, muss ja alles vorbereitet sein für die Presse und so weiter. Da muss das irgendwie festlegen. Und Thomas Perlmann, ich habe das auf Ex-Twitter vor ein paar Tagen gesehen und hier fotografiert, zeigt, wie das, glaube ich, heutzutage eher üblich ist. Das Nobelkomitee entscheidet sich, geht dann zur Nobelversammlung und Thomas Perlmann hat hier gezeigt mit einem Foto, da steht ähnlich für Slog, gemäß dem Vorschlag des Komitees. So votieren vermutlich die allermeisten in der Nobelversammlung. Und so Geschichten wie Abderhalden bleiben dann deswegen ein Unikum. So, ich möchte jetzt ein bisschen, wir kommen gleich zurück in die Geschichte, aber die Frage stellen, welche Rolle spielen Preise heutzutage? Was macht einen Preis prestigeträchtig? Oder wie geht man überhaupt? Was macht man überhaupt, wenn man diese Frage beantworten möchte? Zusammen mit einem Team aus Düsseldorf, aber auch mit Kollegen an der Harvard Medical School und der McGill-Universität in Kanada haben wir einen Fragebogen gemacht und einfach doof gefragt, was macht ein Preis sexy? Wichtig. Und ich werde die jetzt nicht langweilen mit all den Antworten, aber vielleicht noch zwei, drei Dinge möchte ich drauf eingehen. Vielleicht sehen Sie das ganz anders, dann können wir das gerne diskutieren. Das eine ist, dass die Preissumme an sich nicht so wichtig ist für die Prestigeträchtigkeit eines Preises. Das behaupten zumindest die Top-Forscher in Nordamerika. Viel wichtiger für die war laut dieser Umfrage die mediale Aufmerksamkeit, auch die Zeremonie,
wie man dann gefeiert wird in der Presse. Und das finde ich super interessant, weil Preise können genau das schaffen, was viele andere nicht schaffen. Also wenn Hoffi morgen in Nature ein Paper schreibt, dann applaudieren alle hier in Halle und in der Scientific Community. Aber die Menschen auf den Straßen von Halle kriegen das nicht immer mit. Wenn Hoffi aber einen Nobelpreis bekommt, dann feiern alle mit. Und so kann man Wissenschaftskommunikation wunderbar betreiben mit Preisen und Presse. Wenn wir dann auch gefragt haben, welche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bekommen Preise, da war das auch mal schwieriger für viele zu antworten, aber man war sich einig, dass das Geschlecht von einem von Forschenden da kaum eine Rolle spielt. Und das war für mich sehr überraschend, dieser Befund, weil, wir haben das, glaube ich, zu Beginn einmal erwähnt, wenn wir über die Geschichte des Nobelpreises sprechen, ist das eine männliche Geschichte. Nicht nur bei den Laureaten, sondern auch bei den Menschen, die nominiert wurden. Ich habe hier als Beispiel Cecile Vogt mitgebracht, auch Mitglied der Leopoldina, weil sie die erste Frau, die für den Nobelpreis nominiert wurde, 1921, kam auch in die engere Auswahl ein paar Mal zusammen mit ihrem Mann Oskar Vogt, aber am Ende ist sie leer ausgegangen. Ich finde, dieses Thema kann man sehr gut koppeln an einer Stellungnahme der Leopoldina, wurde September 2022 veröffentlicht, also ist noch relativ neu, wo beschrieben wurde das, was die Engländer Leaky Pipeline nennen in der Wissenschaft. Also es ist ein internationales Phänomen, was auch in Deutschland gilt oder verwendet wird. Nämlich schauen wir uns die Medizin an. Ich habe nächste Woche meine erste Vorlesung für die Erstsemester in Düsseldorf. Und da kann man damit rechnen, dass die Mehrheit von den Menschen im Hörsaal Frauen sind. Bei den Promotionsfeiern sieht man etwa 50-50 Männer-Frauen. Was die Leopoldina Stellungnahme aber zeigt, und das ist nicht dann meine Anekdoten, sondern dass die Daten für die Habilitation, da ist es deutlich mehr Männer, die in Deutschland habilitieren in den naturwissenschaftlichen Fächern, und je höher man die Karriereleiter klettert, desto weniger Frauen sieht man. Und dieses Phänomen gilt dann auch für Preise. Also nicht nur beim Nobelpreis ist es so, dass es ein Gender Award Gap gibt, sondern auch für viele andere Toppreise. Das ist an sich nicht ganz neu, das ist kein neuer Befund, es ist auch andere Forscher haben das gezeigt für Nordamerika vor allem, aber auch ein paar internationale Studien, es gibt nicht sehr viel, aber die Studien, die es dazu gibt, zeigen eben, dass 19% in einem Fall oder 11% der Toppreise an Frauen gehen. Und vielleicht kann ich ganz kurz umreißen, weil es noch so aktuell ist, was wir in Düsseldorf gemacht haben, ein Projekt zu diesem Gender Award Gap mit Fokus auf Deutschland. Also das eine, es besteht aus drei Teilen, dieses Projekt. Zum einen, zunächst klingt die so trivial, die Frage, wie viele Preise gibt es? Ich komme noch gleich dazu. Überlegen Sie mal, was meinen Sie, wie viele Preise gibt es in der deutschen Medizin? Sie haben noch eine Minute Zeit. Dann haben wir, ähnlich wie in Harvard und McGill, Mitglieder der medizinischen Fachgesellschaften gefragt, welche Funktion haben Preise, wie finden sie Preise? Und drittens haben wir ein paar Workshops und Vorträge darüber gehalten. An dieser Umfrage haben 674 Personen teilgenommen und ich gehe jetzt nicht in die Details. Ich sage nur das, was für einige von uns vielleicht nicht so überraschend ist.
Die Mehrheit behauptet dann in diesen Umfragen, dass ja, Preise fördern die wissenschaftliche Karriere, die können auch die Drittmitteleinwerbung fördern. Es sind Indikatoren für Anerkennung in der Wissenschaft und können auch das akademische Netzwerk vergrößern. Da behaupten dann einige Mitglieder in den Fachgesellschaften, dass wenn man einen Preis bekommt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht auch in Preisgremien oder in anderen Gremien in den deutschen Fachgesellschaften kommt. So, vielleicht noch kurz zu den Preisen, die von deutschen Fachgesellschaften vergeben werden. Hat jemand eine Idee, wie viele könnten das sein? 50. Oh, 50. Mutig. Andere? Nee, nur für den Fachgesellschaften. Also das ist dann von Early Career Researcher bis zu den prestigeträchtigen Ehrenpreisen. 200. 20. Oh, 20, ja, ich höre hier, von 20 bis 200. Mein Kollege Thorsten Halling in Düsseldorf hat das sehr aus, ich dachte, sowas macht man an einem Nachmittag, aber offenbar, er sitzt jetzt seit Jahren dran und das ist unglaublich komplex, aber er zählt immer noch und das letzte Mal, als ich ihn fragte, da war er bei 1200. Und das Interessante ist, das ist auch ein internationales Phänomen, es ist nicht nur für Deutschland, sondern es gibt eine Preisexplosion in den letzten, einige sagen es schon seit den 80er Jahren, aber für Deutschland konnten wir das rekonstruieren seit der Jahrtausendwende. Wie Pilze aus dem Boden schießen die hoch und einige gehen weg, aber unterm Strich sind immer mehr, bleiben mehr als die weggehen. Das weckt, denke ich, auch neue Fragen über die Funktion. Warum ist das so? Vielleicht gibt es hier dazu auch Meinungen. Bezüglich des Gender Award Gaps in den deutschen medizinischen Fachgesellschaften konnten wir vor 20 Jahren sehen, ja, das ist ähnlich wie beim Nobelpreis, ein großer Gap. Aber in den letzten Jahren konnten die Kollegen in Düsseldorf zeigen, dass sich das spürbar schließt, dieser Gap. Immer mehr Frauen bekommen Preise, aber Vorsicht. Wenn man sich genau die Preiskategorien anschaut von den Ehrenpreisen, ist es immer noch so, dass die Preise, jede Fachgesellschaft schreibt meistens, das ist unser wichtigster Preis. Und wenn man sich nur diese Top-Preisen anschaut, gibt es immer noch mehr Männer als Frauen, die diese bekommen. Ich möchte jetzt schließen mit drei Beispielen, was man aus diesen Gutachten lesen kann vom Nobelkomitee. Also was sollten Sie nicht tun, wenn Sie wie gewinnt man eben keinen Nobelpreis? Und bei den bei den Wissenschaftlern, die sehr oft für den Nobelpreis vorgeschlagen wurden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, dazu gehören einige wie zum Beispiel der Neurochirurg Harvey Cushing oder wie der Herzchirurg Alfred Blalock, die wurden beide sehr oft vorgeschlagen, sind aber gescheitert, aus dem einfachen Grund, dass es etliche andere Neurochirurgen wurden in der Zeit vorgeschlagen und auch sehr, sehr viele Herzchirurgen. Es waren sozusagen die Top-Themen der Zeit. Wir haben ja, sind wir zurück bei den Trends. In diesen Jahren, wo die vorgeschlagen wurden, wurden sehr, sehr viele Neurochirurgen, Herzchirurgen vorgeschlagen. Und das Nobelkomitee hat gesagt, wir dürfen 1, 2, 3 Menschen auswählen aus diesem Pool. Also unmöglich. Können wir nicht machen bei all diesen Leuten, die vorgeschlagen in diesen Feldern. Also die galten als zu Mainstream. Sollte man also nicht sein, sollte man versuchen, was Verrücktes zu machen oder was so ein bisschen aus der Reihe tanzt. Aber dann gibt es wiederum jene, die so visionär sind, dass es für das Nobelkomitee schwierig wird, zu sagen, das ist Till mänsklighetens största nytta, to the greatest benefit of humankind.
Und ein Beispiel dafür, für die als die zu visionär eingestellt wurde, wo das Nobelkomitee gesagt hat, ja, hier müssen wir einfach abwarten und gucken, ob da wirklich was dran ist, gehört Gustav Zander, schon mal gehört? Das steht immer in Publikationen über Gustav Zander, dass vor 100 Jahren sprachen die Deutschen von, ich gehe jetzt zandern. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie verbreitet das war. Das war sowas wie, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio. Gustav Zander hat, schwedischer Orthopäde, diese Maschinen konstruiert, wie man den Körper fit halten konnte. Und war ein Riesenerfolg, also von New York bis hin zu, ich weiß in wie vielen Ländern man diese Zander-Institute gebaut hatte, ganz viele in Deutschland, auch auf der Titanic gab es sowas. Aber nach diesem Rausch der Zander-Institute kam auch ein Kater mit der Weltwirtschaftskrise, da wurden die nicht mehr so oft gebaut und es ging irgendwie unter. Erst viele Jahrzehnte später, in den 80er Jahren, mit dem Nautilus-Konzept, wurden diese Maschinen, kamen die erneut, oder ein Boom dieser Maschinen mit dem Nautilus-Konzept. Aber als er 1916 auf der Shortlist war, hatte das Nobelkomitee große Schwierigkeiten mit diesem Kandidaten und meinte, ist da wirklich was dran? Wird das was oder lassen wir das sein? Noch ein Punkt ist, wenn die Forscher als zu kontrovers gelten, ich erwähne hier nur ein Beispiel, da gibt es auch mehrere. August Bier, nicht nur Messerkünstler, schrieben immer die Nominatoren, war nicht nur Chirurg, sondern auch ein Fürsprecher der Homöopathie. Homöopathie war in Schweden noch nie ein cooles Ding. Also die hielten das immer für Humbug, damals und heute. Existiert kaum. Und als die im Nobelkomitee das gesehen haben, meinten, nee, der fällt raus. Das ist nicht interessant. Ich überspitze das jetzt ein bisschen. Er wurde auch sehr genau begutachtet zu seinen chirurgischen Leistungen. Aber der Chef des Nobelkomitees, der Sekretär damals, hat sich in anderen Publikationen sehr kritisch dazu geäußert. Und schließlich, was man vor allem in deutschen Nominierungen, was ich in deutschen Nominierungen gesehen habe, sind diese schlechten Nominatoren, die nie kapiert haben, was ein Nobelpreis wirklich ist oder welche Art von Leistungen nobelpreiswürdig sind. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts liest man immer wieder, hier am Beispiel von Rudolf Virchow, er wurde dann inszeniert als der Größte seit Hippokrates, trägt die ganze Medizin auf seiner Schulter, wieso so allgemeine Floskeln, die für das Nobelkomitee dann völlig uninteressant war, weil die suchten immer nach einer bahnbrechenden Entdeckung. Und so kam er nicht auf die Shortlist. Zusammenfassend haben wir also begonnen, etwas über die Geschichte des Nobelpreises, darüber haben wir ein bisschen gesprochen, dann mehr allgemeiner über Preise und Preisminoritäten, Gender Award Gap, schließlich was über die brillanten Verlierer, hochqualifizierte Verlierer. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.